Grenzübergang Bornholmer Straße. Am 9. November 89 wird hier Geschichte geschrieben. Die Mauer teilt Berlin seit 28 Jahren. Mehr als 100 Menschen haben beim Versuch, die Grenzanlagen zu überwinden, ihr Leben verloren. Jeder Spatz, der könnte von da nach da rüberfliegen, für den war das einfach, ohne Kontrolle und ohne Probleme. Aber den Bürgern hier aus dem Osten war es nur nicht vergönnt. Doch im Sommer 89 wird der eiserne Vorhang, der West- und Osteuropa voneinander trennt, durchlässig. Tausende Ostdeutsche fliehen über die ungarische Grenze. Immer mehr DDR-Bürger wollen ihr Land verlassen. Die SED-Führung will den Druck abbauen und Reisefreiheit gewähren. In einer Pressekonferenz gibt Politbüromitglied Günter Schabowski am Abend des 9. November die neue Verordnung bekannt. Die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Eine Sensation, live im Fernsehen. Ich konnte das irgendwie nicht glauben und habe meine Mutter geholt und die meinte, nee, das kann nicht sein. Was Schabowski übersah, die Bekanntgabe war erst für den kommenden Morgen bestimmt. Die Grenzsoldaten sind nicht informiert, als Menschenmengen das neue Reiserecht noch am Abend einfordern. Als der Druck zu groß wird, öffnen Offiziere den Übergang an der Bornholmer Straße. Es ist wahr, die lassen uns durch. Die meisten können kaum fassen, was geschieht. Das ist endlich unsere Stunde! Die Stunde der Freiheit. Eine Freiheit, die sich die Menschen in der DDR selbst erkämpft haben. Also wer jetzt schläft, der ist tot. Schon bedeutend, ja. Bewegend, ja. Am Westberliner Kudamm findet in dieser Nacht ein Fest des neuen Miteinanders statt. Kann ich gar nicht beschreiben, dieses Gefühl. Im Moment unsagbares Glück. Die ganze Demütigung der Jahre, alles ist vorbei. Man war irgendwie trunken vor Glück. Ja. Man lachte und weinte durcheinander. Und es war wirklich wunderschön. Die Mauer hat ihren Schrecken verloren. Eine friedliche Revolution hat sie überwunden.